Kurzfristige Änderungen des Drehplanes waren die Folge. Wieder einmal musste ein Innendreh vorgezogen werden. Und so ist es natürlich ganz klar, dass wir auf jeden Fall da jetzt irgendwie einmal durchfahren müssen. Das ist ja selbstverständlich. Sonne. Volle Sonne. Nein, das ist Sonne. Ja, das ist. Wie ist es in Gang beim Regen jetzt? Cool. Bei dir hat es ja nicht geregnet, oder? Ich bin Waschling aus, ich bin mich schon das zweite Mal umgezogen. Hab draußen das Glück gehabt, die Scheinwerfer zu haben, wenn man mal kurz dann dahin schwenken kann. Da ist geweimt und dann, das ist so ein Hitz, das ist ein Wahnsinn. Aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz weiß ich, dass Filme machen immer, dass permanent Katastrophen auftauchen. Man muss immer um Schwierigkeiten herumschiffen. Es ist ein permanentes Kämpfen mit den Tücken des Objekts. Und Professionalität zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass man solche Schwierigkeiten auch überwinden kann. Der Stress in der Beleuchtung, wenn dann innerhalb von wenigen Minuten wieder irgendwas aus dem Regen gerettet werden muss oder das Licht komplett verändert werden muss oder die Lokation wieder gewechselt, bevor es abgedreht worden ist. Das ist schon relativ hektisch. Und dort muss man eben sich richtig artikulieren können, damit man erstmal das hinstellt, was hingehört. Das könnte man vielleicht verbessern, aber es war in der Hektik nicht möglich. Es war Zeit oft einmal zu knapp und da kann man seine Entscheidungen nicht so perfekt treffen. Es waren schöne Zeiten, es war stressig, man hat sich viel geärgert. Ja, es war aber rückblickend trotzdem toll und eine schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ein paar Tage später klappten die Aufnahmen am See doch noch. Gerade rechtzeitig in einem Wolkenloch. Achtung, Aufnahme. Herr Baumann, Achtung, Aufnahme. Kamera läuft, bitte. Gehen Sie nicht weg. Naja, abgesehen davon, dass ich zuerst nicht in die Kameraabteilung wollte, bin jetzt endlich in der Produktion gelandet, ist aber ganz okay und Stress haben wir genug, das gehört immer so. Das ist total toll. Die Aufnahmen dauerten 9 Tage und erfolgten auf Super 16 mm, einem üblichen Format im Werbefilm- und Musikvideobereich. Achtung, wir nehmen auf. Alle auf Position, bitte. Auto. Also der Michi hat mich angerufen und gesagt, machen wir ein kleines Filmprojekt. Was mich sehr motiviert hat, war auch, dass er gesagt hat, das sind Studenten und so und die wollen da irgendwie mitarbeiten, das ist lustig. Und ich muss sagen, an und für sich, ohne die Leute, die da wirklich im Hintergrund Kamera und so gearbeitet haben, hätte man das Ganze nicht geschafft in der Zeit. Sauber. Ja, aber du fährst ein bisschen langsamer. Ja, du musst mit Arsch über die Füße auf die andere Seite. Ja. Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Würdest du wieder mal mit Studenten zusammenarbeiten? Ja, das muss ich noch überlegen. Warum? Nein, also an sich sehe ich kein Problem. Und das Hauptproblem, was wir jetzt wirklich haben, ist, dass die anfangen, dass wir um 7 Uhr Drehbeginn haben und die akademische Viertelstunde ist mindestens 1,5 Stunden.
eine Hochzeit. Theoretisch wäre nicht ausgeschlossen bei dieser Produktion. Wir haben wirklich unser Möglichstes getan, professionell gearbeitet und auch zwischenmenschlich wirklich einiges geleistet. Also für mich war das Projekt eigentlich Nebensache. Die Hauptsache war für mich, dass ich habe da meine zukünftige Frau gefunden. Ich bin eigentlich nur da und mache Kamera, weil der Michael gesagt hat, die Sandra ist mit, macht Produktionsassistenz und das war das Wichtigste. Und das würde für ihr gut zusammenpassen. Der Porsche wird das Hochzeitsgeschenk. Ja, das schenkt uns die Produktion. Ja, ich denke, das wird schon eine ganz gemütliche Stimmung wieder werden, so wie bei den letzten Ritale. Soweit ich weiß, fahren Sie jeden Tag mehr als eine Stunde zum Drehort. Was ist für Sie die Motivation, hier mitzumachen? Ja, einfach aus Spaß an der Freude. Es macht natürlich irrsinnig Spaß, bei dieser Produktion mitzuarbeiten und auch wenn der Bord immer wieder runterrutscht. Aber es war ein total schönes Gefühl, mit den Leuten zu arbeiten und ich glaube, das wird ein recht gutes Produkt werden. Abend. Was machen Sie eigentlich morgen Nachmittag? Haben Sie vielleicht Lust, in einem Videoclip mitzuspielen? Wäre doch was. Alles kein Problem. Kommen Sie einfach nach Klagenfurt. Dort wird nämlich morgen ein Musikvideo gedreht. Ich bin mal komplett verzweifelt. Wir haben unsere Komparsen teilweise verloren und wir brauchen es dann ganz günstig. Was für Anforderungen sollen Sie erfüllen? Alter, Größe, männlich, weiblich? Es ist ganz egal.